So, hallo zusammen. Ich erzähle euch heute was zu Nello, nicht ganz allein zu Hause. Es geht um den Smart Lock. Links habt ihr ein Bild, ein schönes Werbebild von der Herstellerseite. Dieser kleine schwarze Kasten ist das Nello One, wird mit dem Intercom-System verbunden und erlaubt dann über eine App das eigene Eingangstürschloss zu steuern. Die werben auch auf ihrer Homepage mit Safety 2.0, wobei sie Security 2.0 meinen vermutlich, mit State-of-the-Art Encryption und TLS und AES. Ganz kurz zu mir, ich bin Clu, beziehungsweise Fabian. Ich habe das Ganze im Rahmen meiner Masterarbeit gefunden. Zwar, ich habe mehrere IoT-Systeme angeschaut und das war eins von denen. Und ja, das präsentiere ich euch heute, weil es so das Unterhaltsamste war, sage ich mal. Ganz kurz vorweg, ein kleiner Disclaimer. Also alles, was ich euch heute vorstelle, wurde dem Hersteller mitgeteilt. Das wurde auch alles gefixt. Und wir haben auch beim Testen nicht irgendwelche regulären User angegriffen. Okay, so ganz generell, was ist Nello wirklich? Ja, also die Idee ist, wie gesagt, man hat dieses kleine schwarze Ding, das man anschließt an sein Intercom-System. Und man hat eben eine Smartphone-Application auf dem Handy, in der man einfach dann mit dem Swipen die Tür öffnen kann. Das Nello One wird zu Hause ins Wi-Fi gehängt und kommuniziert dann über die Cloud mit der App, beziehungsweise andersrum, und bezieht auch seinen Strom direkt aus dem Intercom-System. Es hat noch ein paar mehr Features. Zum einen ist es so, dass man auf die Smartphone-Application eine Notification bekommt, wenn jemand an der Tür klingelt. Und man kann auch Geolocation-Unlocking machen. Das heißt, man sagt der App, wo man wohnt vorher, legt einfach diesen Ort fest. Und sobald man mit dem Handy in die Nähe von seinem Zuhause kommt, wird die Tür für eine gewisse Zeitspanne geöffnet sozusagen. Also wenn man klingelt, wird die Tür automatisch geöffnet. Es gibt auch Time-Windows. Das heißt, man kann definieren, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn da geklingelt wird, geht die Tür automatisch auf. Ist gedacht, um Paketboten reinzulassen den Tag über und Ähnliches. Außerdem kann man anderen Leuten Zutritt verschaffen, indem man sie in der App einlädt zu einer Location. Das heißt, ich kann Freunden Schließberechtigung geben für meine Eingangstür. Natürlich gibt es auch eine Log-Funktion. Es gibt eben ein Activity-Feed für so Nello, wo einfach alle Events gespeichert sind. Also wann hat jemand die Tür geöffnet, wann wurde geklingelt und so weiter. Auf der rechten Seite seht ihr so Nello One angeschlossen an mein eigenes Intercom-System zu Hause. Dieser kleine schwarze Kasten, der unten hängt, das ist das Nello. Wird einfach mit zwei Drähten angeschlossen. Ziemlich simple Installation und dann funktioniert das auch relativ direkt. Gut, ich erzähle jetzt ganz kurz so ein paar Basics zu MQTT. Ich weiß nicht, die meisten kennen das Protokoll vermutlich zumindest ein bisschen. Trotzdem, die wichtigsten Sachen, die ihr jetzt für den Vortrag kennen müsst, erkläre ich kurz. An sich, die Idee ist, MQTT ist für Machine-to-Machine-Kommunikation gedacht, für Geräte, die wenig Bandbreite haben oder wenig Strom, wie jetzt eben in diesem Beispiel hier der Temperatursensor. Und wir haben eben mehrere Client-Geräte, wie eben Laptop und Mobile-Device, die Informationen haben wollen von diesem Sensor. Und naja, der Sensor hat nicht die Bandbreite, dass alle direkt ihn abfragen. Also spricht der Sensor nur mit dem MQTT-Broker. Der Broker ist nichts anderes als ein Server, der immer online ist, der viel Bandbreite hat, viel Strom hat und eben immer den Status hält von dem ganzen Sensornetzwerk. Und das Ganze ist eben Publish-Subscribe-based. Das heißt also, dass der Temperatursensor schickt eine Nachricht an den Broker unter einer bestimmten Topic, in dem Fall eben die Topic Temperatur. Und wenn sich die Temperatur ändert, schickt der Sensor an den Broker die Nachricht, 21 Grad unter meinem Topic Temperature. Die Client-Systeme können sich vorher subscriben auf verschiedene Topics, also sagen, hey, ich habe Interesse an der Topic Temperature. Und die bekommen jedes Mal eine Nachricht mit dem aktuellen Wert, wenn sich der Wert ändert. Eben auf die Art wird eben die Bandbreite sehr gering gehalten, die der Sensor braucht. Das Gleiche funktioniert eben auch für IoT-Geräte und wird eben bei Nello benutzt. Generell noch so zu den Security-Features von MQTT. Also es kann Authentication per Username-Password und es kann Encryption, also nicht das Protokoll selbst, aber man kann MQTT über SSL-TLS nutzen, was dann auch Security darstellt. Außerdem gibt es auch noch Wildcards. Wie gesagt, diese Topics sind aufgebaut, erstmal einfach eine Main-Topic und dann mit Slashes kann man beliebig tief gehen, also auch die Topics verzweigen. Und Wildcards sind dann dafür da, um bei einem Plus-Wildcard einfach ein Einzelslevel zu ersetzen. Also irgendwie, ich habe vorne eine definierte Topic, hinten definierte Topic, in der Mitte eben ein Plus für alle möglichen Treffer. Und Multilevel-Wildcards ist wie ein Stern am Ende. Also ich subscribe auf alles weiter unten. Gut, das sollte reichen, um alles zu verstehen, was im Vortrag drankommt zu MQTT. Dann jetzt eine kurze Übersicht über das Nello-Ecosystem, also wie ist das aufgebaut, welche Komponenten hat es.
Letztendlich sind es vier Komponenten, die wir haben. Wir haben die Smartphone Application, die spricht mit einer API. Wir haben das Nello One, das spricht ausschließlich mit dem Broker, das spricht nur MQTT. Und die Smartphone Application und die API reden über eine REST-Session miteinander, also Authentication ganz, ganz üblich. Und natürlich sprechen API und MQTT-Broker auch miteinander. Wie das aber ist, wissen wir nicht, da kommen wir nicht dazwischen. Okay, also das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, was ist denn eigentlich zwischen MQTT-Broker und Nello One, was reden die? Und einfach mal ein Wi-Fi aufgemacht, ein Wireshark dran gehängt und das hier gesehen, also das jetzt gefiltert nach MQTT. Wir sehen einfach am Anfang einen Connect-Command, also das Nello One connectet sich zum Broker, kriegt dann auch ein Acknowledgement zurück und danach subscribet es sich auf verschiedene Topics. Man sieht hier auch schon die Form der Topics, die Topics sind immer so slash Nello One, slash irgendeine ID, slash Test zum Beispiel. Hier schon mal spannend, weil eigentlich fängt MQTT schon vor dem ersten Slash an. Also das ist schon eine Topic, die sie einfach nicht nutzen. Also sie haben leere Topic, slash Nello One. Ist schon ein bisschen seltsam gewesen. Okay, was wir aber hier vor allem sehen ist, naja, wir können MQTT lesen. Das heißt, sie encrypten nicht. Weil wenn da SSL dazwischen wäre, könnten wir nicht einfach Wireshark dranhängen und würden sehen, was sie sprechen. Das heißt, es gibt schon mal keine Encryption in diesem Netzwerk. Gut, als Nächstes natürlich mal ein bisschen angucken, was genau da geschickt wird. Jetzt sehen wir hier so einen MQTT-Connect-Command. Was da so alles abläuft, ist gar nicht so wichtig. Man sieht aber unten, dass eine Client-ID gesetzt wird. Das ist in MQTT so. Also jeder Client, der sich verbindet, hat eine unique Client-ID, damit er zugeordnet werden kann. Was wir nicht sehen, ist eher der Punkt. Und zwar sehen wir kein Username und auch kein Passwort. Das heißt, sie benutzen keine Authentication für ihr MQTT-Netzwerk. Das ist einfach offen. Wenn wir jetzt noch so ein Payload angucken, also unten eine Publish-Message, wohin die geht, ist erstmal egal, aber wir sehen auf jeden Fall unten die Message, ist halt irgendein kryptischer String drin und dieser kryptische String ist das AES, das auf der Homepage beworben wird. Also das heißt, sie verschlüsseln effektiv von ihrem MQTT-Netzwerk nur den Payload, aber den dann mit AES 256. Gut, das sind jetzt erstmal so die grundlegenden Sachen, die wir gesehen haben, wie das Netzwerk so ganz grob aufgebaut ist. Und wir haben eben noch ein bisschen weiter das Netzwerk angeschaut, ein bisschen länger angeschaut. Und eben so generell wichtig ist, wir haben keine Authentication, wir haben keine Encryption. Wir wissen, dass jedes Gerät eine eigene Client-ID hat. Und wir wissen, wie die Topics aussehen. Auf der rechten Seite habt ihr jetzt so eine Tabelle, wo wir einfach alle Topics gelistet haben, die wir gefunden haben. Die sind im Detail eigentlich alle nicht wichtig, aber es geht so ein bisschen grundsätzlich darum. Also zum Beispiel das erste Topic direkt Door ist super spannend, weil wenn der Broker eine Nachricht an Nello One schickt mit diesem Topic, mit dem passenden Payload, wird die Tür geöffnet. Also dann wird der Buzzer betätigt und die Tür geht auf. Natürlich gibt es andere Topics wie eben Ring oder auch Geo oder TV für Time Window. Einfach sozusagen alles, was man halt machen kann, alle Features, die das Nello hat, kann man eins zu eins in den Topics wiederfinden. Gut, jetzt haben wir verstanden, wie das Netzwerk so grob funktioniert. Jetzt machen wir ein paar Tests. Das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach mal versucht, mit einem nicht Nello One, sondern mit einem manuellen Client ins Netzwerk zu connecten, einfach um zu gucken, was wir da machen können. Haben einfach die bekannte Client-ID genommen, haben uns verbunden, funktioniert wunderbar. Aber das Nello One hat dann ganz komische Dinge gemacht. Es hat angefangen zu blinken und wir haben einen Wireshark gesehen, es hat die ganze Zeit versucht, sich zu resubscriben auf seine Topics. Naja, tatsächlich ist es so, wenn man mal in den Standard reinschaut von MQTT, wenn sich eine Client-ID auf dem Broker verbindet und die ist davor schon verbunden gewesen, diese Client-ID, dann wird die erste Session, die damit verbunden wurde, terminiert. Das heißt in dem Fall, wir kicken das Nello One raus. Das Lustige ist, dass das Nello One das nicht merkt, dass es gekickt wurde und deswegen die ganze Zeit versucht, sich zu resubscriben, weil es keine Nachrichten bekommt. Aber es versteht nicht, dass es ganz disconnected ist, also es macht keinen neuen Reconnect. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen DOS-Angriff, der einfach im Standard drin steht. Also super einfach. Eine Nachricht und das Nello One ist offline. Okay, das nächste ist dann, angenommen, wir haben keine bekannte Client-ID, weil wir irgendwie kein Nello One kaufen wollten und aufzeichnen wollten. Das heißt, wir probieren mit einer random Client-ID zu connecten. Auch das funktioniert. Das heißt, sie whitelisten nicht gar nichts, sondern sie nehmen einfach alle Client-IDs an. Das heißt, der Broker nimmt jede beliebige Connection an. Jetzt natürlich testen wir, ob wir jetzt auch beliebige Nachrichten verschicken können im Netzwerk und auch empfangen können. Und ja, das funktioniert auch, ist aber auch völlig logisch, weil wir haben keine Authentication, wir haben beliebige IDs, es gibt keinen Weg mehr jetzt zu überprüfen, wer wir sind. Das heißt, natürlich können wir jetzt einfach alles, weil sie unterscheiden ja gar nicht zwischen den verschiedenen Clients. Dann haben wir den ersten wirklichen Angriff versucht, nämlich einfach wirklich mal so einen Request zum Topic Door zu replayen. Also einfach versuchen, die Tür zu öffnen. Das hat zum Glück nicht funktioniert. Liegt daran, dass im AES-Payload ein Timestamp drin ist. Wäre auch vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen, aber wie gesagt, also Replay funktioniert schon mal nicht.
Als nächstes waren die Idee Wildcard-Subscriptions. Zunächst mal einfach auf wirklich die Top-Level-Wildcard heißt einfach, wir subscriben einfach auf alles. Ist auch deswegen interessant, weil auf dem obersten Level liegen auch Systeminformationen. Also es gibt das Topic $sys, da sind Systeminformationen und Logs drin. Die sind auch sehr interessant zu sehen natürlich. Das hat aber nicht funktioniert. Das wäre definitiv auch echt grob fahrlässig, wenn das gehen würde. Aber naja, man kann es ja mal testen. Als nächstes wäre dann durchiteriert und haben dann halt mal probiert, was dann bei Slash-Raute passiert. Ja, und das hat funktioniert. Also das heißt, wir haben uns einfach mit einer Wildcard ins Netzwerk subscribed und können den gesamten Netzwerk-Traffic sehen. Einfach von allen Nello-Geräten. Das hier ist jetzt so ein stark verfälschtes Beispiel aus diesem Netzwerk. Man sieht eben, das erste ist ein Timestamp, ist immer getrennt mit einer Pipe. Das nächste ist ein Payload. Ich habe den Payload auch verfälscht bei allen. Danach kommt die Topic. Ja, was man hier auch sieht, ist, dass jede Payload, der von einem Nello geschickt wurde, hat am Ende so ein 0-Byte-Padding, also 19 mal 0-Byte, liegt daran, dass die Nello-Ones immer mit konstanter Länge schicken. Das heißt, die Payloads sind halt nur 32 Byte, aber sie schicken konstant 42 Byte, sowas in die Richtung. Was man jetzt natürlich auch sieht, wir haben jetzt ja die ganzen Topics, die verschiedenen. Das heißt, wir haben jetzt auch alle Client-IDs, weil schönerweise ist ja die Client-ID von den ganzen Nello-Geräten in der Topic drin. Das heißt, wir wissen jetzt theoretisch auch, wie viel Nellos es halt gibt. Aber so generell ist halt die Frage, wie schlimm ist es, dass wir jetzt diesen Nello-Netzwerkverkehr lesen können, ja? Und das ist tatsächlich ziemlich schlimm, weil wenn man jetzt mal so überlegt, ja, okay, wir können den Payload nicht decrypten. Das heißt, wir können erst in dem Moment auch keine Türen öffnen, weil wir nicht wissen, was wir genau schicken müssen. Aber wir können genaue Aktivitätsprotokolle anlegen zu jedem einzelnen Gerät. Weil, naja, die Topics sagen uns genau, was passiert. Time Window heißt, da ist ein Time Window aktiv. Geolocation heißt, jemand ist in die Nähe gelaufen und so weiter. Ist auch deswegen interessant, weil wenn wir sehen, dass gerade ein Time Window Event an ein Nello rausgegangen ist, dann ist die Tür die nächsten 10 Minuten vermutlich offen. Und außerdem natürlich, aktuell sind es für uns anonyme IDs und irgendein Netzwerk. Aber wenn wir jetzt wirklich wissen, und mein Nachbar hat eine Nello One, dann kann ich an der Tür klingeln in einem bestimmten Takt und einfach im Netzwerk gucken, welche ID denn gerade im bestimmten Takt einfach Klingel-Events hat. Und jetzt weiß ich schon, jetzt habe ich ein Mapping zwischen dem physikalischen Gerät und der Client-ID im Netzwerk. Ja, und damit kann ich dann natürlich sehr genau Aktivitätsprotokolle zu jedem Nello machen und entsprechend viel lustige Dinge damit tun. Gut. Das war es jetzt eigentlich zu MQTT. Ganz kurzer Überblick. So, wir haben jetzt also Denial of Service, weil wir können, wie gesagt, einfach connecten mit einer bekannten Client-ID. Dadurch wird das Ding einfach gekickt. Wir können aber auch, weil wir mit beliebigen IDs connecten können, einfach mit einer beliebigen ID connecten und einfach jede Menge Mistnachrichten ins Netzwerk hauen und einfach so viel Bandbreite erzeugen, dass der Broker down geht. Wir können auch einzelne Nellos damit brute force, indem wir ihnen einfach wahnsinnig viele Nachrichten schicken. Und da die Geräte sehr wenig Energie haben und sehr wenig Bandbreite haben, gehen die sehr schnell kaputt dabei. Wir sind in der Lage, auch wirklich uns als ein Nello One auszugeben, weil wir können ja uns als diese ID verbinden und dann Events generieren. Das ist natürlich so ein bisschen theoretisch, weil solange wir den AES-Payload nicht selbst generieren können, können wir dem Server nicht wirklich mitteilen oder nicht so tun, als wären wir wirklich ein echtes Nello. Aber theoretisch möglich. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, ganz kurz nach der Folie, die Möglichkeit, einfach, dass wir viele Daten leaken können, weil wir einfach alles angucken können. Ja? Ja, also wir wissen, dass das AES vermutlich selbst gebaut ist. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Auf jeden Fall ist das vermutlich nicht ganz, was Sie mit Safety 2.0 gemeint haben, also beziehungsweise Security 2.0. Ich meine, ja, Sie benutzen AES, aber Sie schützen halt tatsächlich nur Ihre Payload-Daten. Die kompletten Metadaten, die in dem Fall wirklich sehr aussagekräftig sind, sind einfach völlig offen. Genau. Okay, das war jetzt der MQTT-Teil. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil der Web-API. Weil wir wissen alle, Web-APIs sind immer lustig, da gibt es immer lustige Dinge. Und die konkret haben auch geworben mit ihr wisst schon, zu Amazon Alexa, Android, iOS und auch einer Public API. Okay, so, wie sind wir vorgegangen bei der API? Zuerst mal war einfach wichtig zu sehen, was schicken eigentlich die App und der Server hin und her. Das heißt, wir haben uns mit dem Proxy dazwischen gehängt, um die SSL-Verbindung aufzubrechen, weil da war tatsächlich SSL dabei. Und das Erste, was man sieht, ist, das ist eine REST-API. Also es geht über die Pfade. Und wir haben einen Cookie, mit dem wir uns authentifizieren. Ganz normal. Was aber sehr spannend ist, ist der erste Request an die API, bevor wir uns überhaupt einloggen. Und zwar wird ein Request gestellt an den Pfad /checkEmail. Und der Body dieser Nachricht ist einfach eine E-Mail-Adresse.
Und es ist tatsächlich genauso schlimm, wie es klingt. Effektiv ist es einfach sozusagen ein Pfad auf der API, wo wir beliebige E-Mails hinschicken können und der Server sagt, ob er die E-Mails kennt und was er zu ihnen weiß. Das heißt, wir können an dieser Stelle einfach gucken, welche E-Mails, die wir so kennen, haben denn einen Account bei Nello und sogar noch ein bisschen mehr Informationen, weil wir sehen auch, ob gerade ein Passwort-Reset pending ist. Wir sehen, ob irgendwie der User-Account überhaupt existiert, natürlich klar. Und wir sehen auch die User-ID. Ja, hat man früher viel so gemacht, tatsächlich, dass man einfach wirklich E-Mail-Adressen abfragen konnte. Macht man aber eigentlich schon lange nicht mehr, einfach aus dem Grund, dass es inzwischen einfach schützenswerte Daten sind. Also allein schon, wir können validieren, ob eine E-Mail-Adresse echt ist und wir können sogar noch sehen, ob sie einen Account hat bei Nello. Das ist schon relativ gut. Okay, aber soweit noch nicht so schlimm. So ein paar generelle Dinge zur API, wie die aufgebaut ist. Die API funktioniert so, dass jedes Nello One, also jedes physische Gerät, bekommt eine Location zugeordnet in der API. So eine Location ist hier jetzt dargestellt, hat eben eine Adresse, also wirklich eine geografische Adresse, wo das Ding halt steht. Wegen dem Geolocation-Unlocking ist das wichtig. Und eine Location-ID und noch ein paar andere Informationen dazu. Und was hier auch ganz lustig ist tatsächlich, da tauchen so solche Sachen auf, wie der DTMF-Tone, Bullshit. Das ist nicht von mir, das ist so da drin in der API. Also die haben einige Default-Werte, die sehr interessant so sind, ne? Auch Fehlermeldungen hatten sie einige sehr interessante mit irgendwie so, ja, irgendwelche Sachen wegen, du hast hier keinen Zugriff, Bad Boy und solche Dinge. Also da waren die Entwickler etwas kreativ. Was auch noch so ist, wenn wir uns einloggen, bekommen wir Nutzerinformationen zurück. Natürlich, das ist ja normal. Wir bekommen Nutzerobjekt zurück. Und dieses Nutzerobjekt enthält Informationen, klar, über den Namen, über meine User-ID, den Username, ganz unten. Username ist immer eine E-Mail-Adresse bei Nello. Was auch spannend ist, da steht ein Verification-Token drin, also für E-Mail-Verification. Aber man wird nie gebeten, seine E-Mail zu verifizieren. Also das ist einfach, wird nicht benutzt. Und der wichtigste Teil sind die Roles, weil die Roles beschreiben, zu welchen Locations, also zu welchen Nello-Geräten ich Schließberechtigungen habe. Also wo darf ich Türen öffnen und wo nicht. Da wird auch ein Timeout definiert, der bestimmt eben, wie lange die Tür offen bleibt, nachdem man in die Nähe gelaufen ist der Tür mit einem validen Device. Und wir sehen die Home-SSID, in dem Fall natürlich dann meine eigene, und Location-ID von dem Ding und so weiter. Also das ist einfach ein User-Objekt und da sind Informationen drin. So, jetzt wissen wir, wie die API aussieht, grob. Das sind die wichtigsten Punkte. Jetzt ging es darum, zu gucken, ob vielleicht irgendwas kaputt ist. Und dafür ist es natürlich dann so, dass man sich die App anguckt, also einfach ein bisschen die App reversed. Was in dem Fall wirklich sehr, sehr einfach war, weil die App war überhaupt nicht obfuscated. Also es war einfach, alle Strings waren drin, die Funktionen waren überhaupt nicht verschleiert. Das war wirklich einfach Java-Code, wunderschön. Hätte man auch eins zu eins wieder einfach eine App draus machen können. Und das heißt, man konnte natürlich sehr einfach viel Informationen bekommen. Und da gibt es diese eine Interface-Klasse, nämlich RestService.java. Und da drin sind tatsächlich alle Pfade der REST-API aufgeführt und auch, was für Argumente sie nehmen und welche Methoden sie akzeptieren. Und oben sieht man jetzt eben einfach erstmal ein GET auf /user/ID. Das ist eben das, wo wir auch unser User-Objekt herbekommen, unser eigenes. Aber eben auch ein Request mit dem GET zu /users/user-ID/picture. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, weil ID in geschweiften Klammern ist immer die eigene User-ID, aber User-ID kann auch eine Fremd-ID sein. Das heißt, irgendwie kann man Fremd-IDs abfragen. Und jetzt kommt unten der interessanteste von diesen Requests, weil das ist ein PUT auf users/user-ID. Und das ist spannend, weil es das heißt irgendwie, wir können Informationen reinschreiben in möglicherweise andere User-IDs. Jetzt war so der Punkt, wo ich halt wissen wollte, wo wird denn das benutzt? Welche Funktion dieser App benutzt denn einen Request, wo ich User-Objekte schreibe, Fremde? Und das ist eben dieses schöne Feature, dass man ja Nutzer bzw. Freunde einladen kann zu seiner Location, um eben auch Schließberechtigungen zu bekommen. Und das Tolle an dieser Funktion ist, ich kann auch Nutzer einladen, die gar keinen Account haben. Also ich kann einen Freund einladen, die App zu nutzen, der noch keinen Account hat vorher. Das heißt, ich gebe die Daten von meinem Freund da an, also Vorname, Nachname, eine E-Mail-Adresse. Der bekommt dann eine E-Mail, wo er eingeladen wird, Nello zu nutzen, die App runterzuladen und hat dann auch Schließberechtigung bei mir. Und der Request dazu von der App an die API ist eben ein PUT-Request an /users/user-ID. Der Body sind dann eben Sachen wie der First Name und so weiter, was ich übergeben habe. Das Spannende ist, diese User-ID, die da oben genannt wird, ist nicht unsere eigene, es ist eine neue User-ID. Das heißt, die App generiert eine neue User-ID und legt einen Nutzer an. Das heißt sozusagen, ich kann als beliebiger Nutzer User-Objekte anlegen, schon mal auf dem Server. Das funktioniert wunderbar, weil die Antwort des Servers ist an dieser Stelle einfach nur, ja, User update successfully. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal beliebige Nutzerobjekte anlegen. Ist schon mal ganz schön. Und naja, ich habe jetzt auch gerade ein Nutzerobjekt geschrieben.
Jetzt wäre die Frage, das geht hoffentlich nur für neue Nutzer-IDs, die noch nicht vorhanden sind, oder? Naja, leider nicht. Also das heißt, man kann auch einfach schon existierende Accounts beschreiben, indem man einfach diesen Put-Request sendet. Das heißt, ich kann bei beliebigen Leuten den Namen ändern und sonstige Dinge tun. Ist übrigens auch bei Responsible Disclosure sehr lustig, wenn man dem Entwickler live auf seinem Smartphone seinen Nutzernamen ändert in der eigenen App. Das kommt sehr gut. Ja, und ich meine, gut, jetzt haben wir schon mal schreibenden Zugriff auf fremde Objekte. Ich meine, jetzt kann man auch mal lesenden Zugriff testen auf fremde Objekte. Und auch das funktioniert natürlich. Das heißt, wir können einfach beliebige Nutzerobjekte lesen. Und wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, dass wir dieses schöne Feature haben mit Check-E-Mail, das heißt, ich bin jetzt in der Lage, mir von jemandem, wo ich nur die E-Mail-Adresse habe, darüber die User-ID zu bekommen und darüber kann ich mir das gesamte User-Objekt anschauen in der API, wo jetzt deutlich mehr Infos drinstehen. Was ihr hier seht, ist das Nutzerobjekt von des Nello-Hauptquartiers, also von Entwicklern, weil ihre E-Mail-Adresse ist auf der Homepage natürlich drauf, sieht man ganz unten, hello@nello.io. Und eben, jetzt sehen wir hier mal, was sie so eingestellt haben, unter anderem eben die Home-SSID, also ihr WLAN heißt wohl Schlüsseldienst. Und eben noch verschiedene andere interessante Dinge. Was wirklich spannend an dieser Stelle ist, jetzt sehen wir ja auch fremde Location-IDs. Das heißt, wir wissen jetzt in der API zumindest, welche ID denn zu ihrem Nello One gehört. Und ich komme auf die Funktion mit dem Leute-Einladen gleich nochmal zurück, weil die hat noch eine andere lustige Sache. Aber erstmal die Location-ID. Warum ist die spannend? Naja, ich habe euch ja vorhin gesagt, es gibt dieses schöne Feature, dass wir ein Activity-Log haben. Das heißt, die Nellos zeichnen auf, was sie für Events sehen. Und diese Activity-Logs liegen in /locations/location-id/activity. Und wir haben jetzt ja gerade einen schönen Weg gefunden, von einer E-Mail-Adresse ausgehend eine Location-ID zu finden. Und lustigerweise ist natürlich auch das einsehbar. Tatsächlich ist das wohl wirklich zum ersten Mal so ein richtiger Bug, weil das klappt meistens nicht. Also bei 30 Requests kriege ich 29 Mal einen Internal Server Error zurück und beim 30. Mal kriege ich dann das Activity-Object zurück. Wir vermuten so ein bisschen, dass es mit Caching zusammenhängt. Also wenn ein valider Nutzer in letzter Zeit die Activities angeschaut hat, dann ist das wohl irgendwie im Cache und wir kriegen das tatsächlich als Angreifer. Auf jeden Fall hier auf der rechten Seite so ein Activity-Objekt. Ist jetzt auch aus dem Nello-Büro genommen, aber natürlich alles so gemacht, dass man jetzt da keine bösen Daten mehr sieht. Aber ihr seht, man hat einen sehr exakten Timestamp. Man sieht, welche Person reingekommen ist, also Klarnamen. Man sieht auch den Pfad zum Profilbild dieser Person. Und man sieht die genaue Art und Weise, auf die die Tür geöffnet wurde, dieser Type. Und das ist ganz spannend, weil hier sieht man eben ganz oben dieser Type als Door Open One Geolocation. Das heißt wirklich, dass dieser Nutzer ist mit seinem Handy in die Nähe gelaufen. Das heißt, die Tür war theoretisch offen und da hat er geklingelt und die Tür ist geöffnet worden. Das heißt, wir sehen sehr genau, ob eine Person wirklich da war zu diesem Zeitpunkt. Das andere Event, das Door Open One User, ist einfach manuelles Öffnen mit über die App. Und es gibt aber noch andere Events eben für Time Windows und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, von einer E-Mail-Adresse aus die User-ID zu bekommen, davon die Location-ID, beziehungsweise alle Location-IDs zu bekommen, zu die jemand Schlüsselberechtigung hat und können von da aus für diese Türen dann gucken, wer denn wann da reingeht und wer dann wann klingelt und so weiter. Ist auch deswegen spannend, weil jetzt können wir sehr, sehr einfach die Sachen aus dem MQTT-Netzwerk mappen. Weil jetzt haben wir ja diese schönen Activity-Logs und die können wir eins zu eins mappen zu dem, was wir im MQTT-Netzwerk sehen. Das heißt, wir können jetzt auch die Client-IDs aus dem MQTT-Netzwerk mappen zu Location-IDs in der API. Ist deswegen ganz schön, weil das Ding ja ständig crasht und im Netzwerk, MQTT-Netzwerk ist es ein bisschen leichter. Gut, okay, also das war jetzt die Activity-Logs. Wir kommen jetzt zu Part 2 von dem schönen Feature mit dem Leute einladen. Weil, was wir gerade eben gesehen haben, war nur den Nutzer anlegen, den neuen Nutzer. Worum es jetzt geht, ist, den Nutzer Privilegien zu geben überhaupt. Weil das sieht ein bisschen anders aus. Um den Nutzer Privilegien zu geben, muss ich als valider Nutzer, also es geht nur, wenn ich selbst Schließberechtigungen habe für diese Tür und ausreichend Rechte, kann ich eben diesen Nutzer eintragen in /location/location-ID und dort eben gibt es dann sozusagen nochmal eine Liste von Nutzern, die Zugriff haben, eben auf /users/user-ID. Oben ist eben der Befehl, das ist wieder ein Put und ich schreibe da eben rein, was denn seine Rolle ist. Als Rollen gibt es Restricted, Unrestricted, Master. Master ist der Besitzer einer Location, gibt es auch nur einen. Dann gibt es eben Unrestricted, der heißt, ich kann Leute einladen und ich kann öffnen und Restricted heißt, ich kann einfach nur öffnen. Und man kann eben noch so ein bisschen Schedule definieren, heißt, wann kann die Person rein und wie auch immer. Aber das Spannende an diesem Feature ist, dass diese Rolle, die hier im Request geschickt wird, wird niemals gegengeprüft mit meiner eigenen Rolle. Das heißt, ich kann auch als unprivilegierter Nutzer Leute einladen mit höheren Rechten.
Das heißt, ich kann jetzt einen Freund einladen und ihm Unrestricted Access geben, obwohl ich Restricted Access habe. Aber es ist noch viel toller, weil man kann sogar Leute einladen als Master. Und naja, eigentlich ist der Master der Besitzer der Location und das kann eigentlich nur einen geben. Wir können trotzdem jemanden einladen als neuen Master, wobei der alte aber erhalten bleibt, was dann zu lustigen Randeffekten führt, die erkläre ich dann gleich noch in zwei Slides. Hier gibt es noch ein anderes Problem tatsächlich, und zwar ist es so, wenn ich jemanden aus einer Location lösche, also ihm die Rechte entziehe, die Tür zu öffnen, dann ist das egal für dieses Problem, weil er kann immer noch neue Leute einladen. Das heißt, er kann sich auf diese Art auch die Rechte zurückgeben. Tatsächlich ist es so, dass wohl nur in einem Teil der API die Person wirklich gelöscht wird, in einem anderen Teil der API bleibt sie vorhanden. Das heißt, sie kann nach wie vor Nutzer einladen, Privilegien eskalieren und alles, was sie eben machen möchte. Ja, ein anderes Feature ist, dass man beliebige Nutzer aus beliebigen Locations löschen kann. Ist vermutlich eher ein Bug, aber die Idee ist normalerweise ist so gedacht, wenn ich der Master bin von einer Location, kann ich Leuten ihre Berechtigung entziehen für die Location, indem ich einfach einen Delete-Request mache auf dieses Objekt, was wir gerade eben gesehen haben, also dieses /locations/location-id/users/user-id, kann ich eben diesen Nutzer einfach rauslöschen, dass er keine Rechte mehr hat. Das Tolle ist, das geht einfach für jeden Nutzer und für jede Location. Das heißt, ich kann einfach für völlig fremde Locations einfach die Berechtigung aufheben. Und das Ganze ist ziemlich lustig in Kombination mit dem neuen Master-Account. Weil es ist so, wenn ich einen Master aus seiner eigenen Location rauslösche, von der er Master ist, dann wird nicht nur er rausgelöscht, sondern die ganze Location wird gelöscht. Weil, naja, der Besitzer ist weg. Und wenn ich jetzt aber einen neuen Master-Account anlege sozusagen, also halt eben über diesen Bug einen Master einlade, einen zweiten Master und den ersten Master lösche aus der Location, dann verschwindet in dem Fall nicht die Location, sondern der Account von dem Master. Von dem ursprünglichen Master wird komplett gelöscht. Der ist auch weg. Also der Account ist nicht mehr in der API, der ist einfach unauffindbar. Die ID führt ins Leere. Das Lustige ist aber tatsächlich, dass die Sessions von diesem Master-Account, die bleiben valide. Das heißt, ich hatte dann einfach zwischendurch einen Session-Cookie mit einer Session, die eigentlich keinen Account dazu hatte. Könnte auch schwierig werden, das dann richtig zu loggen in Systemfiles. Also wenn ich dann irgendwelche Sachen von da aus mache, ich glaube, das Logging ist dann eher schwierig ohne Account. Ja. Okay, das war die Web-API. Also es gab mehrere heftige Information Leaks. Wir haben eben diese Privilege Escalation. Wir können Nutzerobjekte schreiben. Wir können Berechtigung von Nutzern löschen. Wir können sogar Nutzer-Accounts löschen unter bestimmten Bedingungen. Und ja, also die API ist auf jeden Fall public. Also habe ich auch so gesehen. Ja, gut. Aber tatsächlich ist es so, das sieht jetzt alles recht heftig aus. Aber man muss dazu sagen, es ist ein Startup. Die hatten auch wahrscheinlich einfach nicht so viel Mittel und vielleicht irgendwie ein bisschen Sachen was übersehen auch einfach. Aber sie haben sich vorbildlich verhalten bei der Responsible Disclosure. Wir haben sie am 28. angeschrieben, nachmittags um 3, hatten 2 Stunden später eine Antwort von ihnen und sie haben direkt gefragt nach einer Telefonkonferenz. Am nächsten Tag Telefonkonferenz mit ihnen gehabt. Der Entwickler war super freundlich und wirklich professionell. Der wusste auch definitiv, wovon er spricht. Er hatte lustigerweise auch in den Logs schon gesehen, dass ich irgendwas am Testen bin, weil ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt das initiale Setup getestet und habe da natürlich jede Menge Fehlermeldungen produziert in der API. Und der Nutzer hatte angerufen und hatte Probleme mit dem Setup. Und da hat er halt mich gefunden dabei in den Logs und dachte erst, ich wäre dieser Nutzer. Und daraufhin wusste er schon, dass irgendwas kommt, aber er hat nicht gedacht, dass es so schnell kommt, weil effektiv war es so, nach 1,5 Wochen war das alles durch. Also ich habe dieses Gerät bekommen und 1,5 Wochen später war das alles offengelegt. Es ist auch so, dass sie wirklich direkt gesagt haben, sie fixen das alles und sie haben das auch wirklich sehr schnell gefixt und ich meine, das Osterwochenende, das heißt, sie haben über das Osterwochenende gearbeitet und das Zeug wirklich gefixt. Und ich weiß nicht, also wer auch immer gestern bei Yiscast Talk war über Neato, so macht man das nämlich nicht, wie die es gemacht haben mit Responsible Disclosure, die einfach gar nicht reagiert. Und jetzt wirklich Nello hier, das ist der Wahnsinn. Ich meine, innerhalb von 2 Stunden eine Antwort, sofort alles gefixt, super freundlich. Ich meine, ja, man kann Fehler machen, das waren auch gravierende Fehler teilweise, aber wenn man es so schnell fixt, dann ist es auch nur noch halb so wild. Also das ist wirklich gutes Verhalten. Ja, das wäre es dann mit den Slides. Ich würde dann jetzt mich verabschieden vom Stream, weil wir machen für die Fragen den Stream aus. Einfach nur, dass ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, falls ihr noch Fragen haben solltet. Ja, gibt es da noch Fragen?